Herzlich willkommen im Maracana Fußballweltmeisterschaft Viertelfinale Frankreich gegen Deutschland. Didier Deschamps gegen Yogi Löw, der wieder mit Lahm im defensiven Mittelfeld und Boateng hinten rechts. Die Anfangsphase gehört den Franzosen in den weißen Trikots. Das ist Pogba. Was ist das in der Hintermannschaft der Deutschen? Pogba kommt zum Abschluss. Erste dicke Gelegenheit für Frankreich. Und die machten da weiter. Das ist Benzema gegen Boateng. Das ist zu einfach. Benzema, Evra aus der Drehung. Ball ist geblockt, aber Giroud ist zur Stelle. Ach du meine Güte. 22. Minute. Deschamps und Frankreich führen mit 1:0. Pech hier für die deutsche Hintermannschaft, da wirkt Hummels orientierungslos. Das ist aber kein Vorwurf, da kann er nichts machen. Und Neuer, der überragende Neuer in diesem Turnier bisher, ist geschlagen. Dann aber schlechte Nachricht für die Franzosen. Rot gegen Caballé, völlig zu Recht nach diesem Einsteigen hier gegen Philipp Lahm. Der anschließende Freistoß, ohne vorher hinfallen oder irgendein Techtelmechtel, direkt drauf auf die Kiste. Toni Kroos, klasse Abschluss. Zentimeter fehlen zum Ausgleich. Deutsche Mannschaft jetzt immer stärker. Wir sind in der 41. Minute. Das ist Bastian Schweinsteiger. Auf Lahm, direkt weiter durchgesteckt auf Özil. Was macht Özil? Das macht er gut. Das macht er richtig gut. 41. Ausgerechnet Özil. Auch er ja viel gescholten für die Leistungen in den vorherigen Spielen. Aber das hier klasse. Auf den linken gelegt und dann gegen die Laufrichtung von Lloris zum Ausgleich. Wichtig für die deutsche Mannschaft. Und die macht gleich richtig weiter. Wieder Bastian Schweinsteiger und wieder ein guter Durchstecker auf Kroos. Und der fackelt nicht lange. Was für ein Strahl. Kurz vor der Pause. Deutschland führt 2:1. Ein super Abschluss von Toni Kroos zur deutschen Führung. Super. Zur Pause das Spiel aus deutscher Sicht gedreht. Dann die zweite Hälfte. Deutsche Mannschaft in dieser Phase zu Beginn des zweiten Durchgangs kontrolliert. Varane blockt gegen Müller und der Nachschuss wieder von Thomas Müller. Aber nix diesmal mit. Es müllert für Deutschland. Es bleibt beim 2:1. Franzosen brachten nur noch wenig zustande, dann aber nochmal Benzema. Wenn er über außen kam, wurde es gefährlich. Das ist Matuidi. Da stimmte der Schrittrhythmus nicht ganz. Zum Glück für die deutsche Mannschaft. Hier das Standbein muss er noch mal kurz verschieben, Matuidi. Und so fehlen die entscheidenden Zentimeter. Es wird eng für Deschamps und seine Mannschaft. Das deutsche Team kontrolliert dieses Spiel hier in der Schlussphase. Noch einmal ein letzter Abschluss von André Schürrle. Nicht drin. Aber das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Denn Deutschland schlägt Frankreich hier in Rio de Janeiro im Viertelfinale mit 2:1 und trifft jetzt in der Runde der besten vier bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft auf den Sieger der Partie, Brasilien gegen Kolumbien. Kompliment an Yogi Löw und seine Mannschaft.